Ja, einen schönen guten Tag an alle Webinarteilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Dender und ich freue mich natürlich auch im Namen von FX Flat, ein Option for Winners Webinar präsentieren zu dürfen. Thorsten Ebert wird Ihnen zeigen, wie man ein regelmäßiges Einkommen mit Optionen erzielen kann. Bevor wir allerdings damit starten, noch ein Hinweis bezüglich unserer Risikohinweise, genau, da sind sie. Das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Wenn live gehandelt wird, ist das keine Handelsempfehlung. Wenn das einer nachmacht, können wir es nicht verhindern, aber es ist keine Handelsempfehlung unsererseits. Und die Meinung des Referenten muss nicht der von FX Flat entsprechen. Ja? Thorsten, du bist soweit? Ich bin soweit. Vielen Dank, Wolfgang. Alles klar, dann wünsche ich allen Beteiligten viel Spaß. Erstmal eine kurze Frage. Sind wir gut zu hören? Ist alles zu sehen? Kurzes Feedback wäre nicht schlecht. Na, zumindest meckert keiner, also gehe ich mal davon aus, dass wir gut zu hören und zu sehen sind. Insofern, Thorsten, übergebe ich an dich. Dankeschön, Wolfgang. Danke. So, einen wunderschönen guten Tag. Frohes Neues von meiner Seite ist das erste Webinar im Jahr 2014 bei FXLED. Wir haben ja unsere Webinarreihe regelmäßiges Einkommen mit Optionen. Und wie alle wahrscheinlich wissen, bin ich dieser Kollege, den ihr hier sehen könnt, der Mann mit der Fliege. Und das, was wir hier sehen, ist die FXLED Landingpage von mir. Das heißt, wenn ihr jetzt beispielsweise Lust, Zeit habt, im Club von mir mitzumachen, dann bekommt ihr 2 Monate verlängerte Clubmitgliedschaft, vorausgesetzt, ihr eröffnet natürlich ein Konto bei FX Flat. Das kann ich nur empfehlen, weil bei uns im Club ist bald sozusagen Stopp. Das heißt, wir haben ein bestimmtes Kontingent an Mitgliedern, die wir nicht übererfüllen wollen, weil wir wollen auch natürlich auf die Qualität und nicht auf die Quantität achten. Und deshalb werden wir nur noch begrenzt Zugänge mitnehmen. Das ist jetzt hier kein Verkaufstrick, das ist jetzt wirklich so. Vielleicht ganz kurz zu dem Club für all jene, die sich damit noch nicht beschäftigt haben. Wir haben jetzt zwar nur 10 Teilnehmer, aber kann natürlich sein, dass vielleicht welche von euch das noch nicht kennen. Das ist ein Club, der sich mit dem Optionshandel beschäftigt. Wir wollen natürlich beibringen, wie man mit Optionen handelt und das natürlich auch nachhaltig, selbstständig, erfolgreich. Und dafür haben wir verschiedenste Möglichkeiten eruiert, damit auch das Wissen ordentlich transferiert wird. Auf der einen Seite haben wir natürlich eine große Community. Wir sind jetzt bei ja, knapp 350 aktiven Clubmitgliedern. Ist natürlich auch schwankend. Die Clubmitgliedschaft ist 12 Monate. Wir haben ein sehr heterogenes Publikum, also heterogene Clubmitglieder von Anfänger bis Experten und auch was die Ansässigkeit angeht, sind wir sehr differenziert aufgestellt. Das heißt, wir haben natürlich die meisten aus Deutschland, die angrenzenden Länder Österreich, Schweiz natürlich auch, aber es sind auch diverse, die jetzt zum Beispiel in Thailand wohnen, leben und Geld verdienen mit Optionen, aber auch natürlich Zypern. Also auch Grüße raus an die Zyprioten, falls Sie hier zuhören. Die war ich jetzt letztes Jahr auch mal vor Ort besuchen. Wir traden gemeinsam, ja, das heißt, wir haben einmal den Trade der Woche, der ist immer dienstags und dann traden wir aber auch noch an den anderen Tagen, je nachdem, wie die Situation ausschaut. Meiner Meinung nach kann man als Optionshändler immer traden, weil man als Optionshändler ja jede Seite sozusagen bedienen kann. Wir haben uns aber für einen Trade der Woche, nämlich dienstags, entschieden, weil natürlich die Mehrzahl der Clubmitglieder sind berufstätig. Tätig und da ist natürlich eine Planung auch wichtiger und deshalb sagen wir, jeden Dienstag bekommt ihr, egal was passiert, einen Trade der Woche. Die Gewinnquote ist hier relativ gut, ja, also das heißt, wir haben 92,3% Gewinner. Es sind aber auch jetzt hier keine hochaggressiven Trades, das muss man dazu sagen. Mehrheitlich natürlich Stillhalter,
Geschäfte und die auch weiter aus dem Geld. Weiter aus dem Geld heißt, dass wir sozusagen natürlich auch einen gewissen Puffer haben. Wir haben zwei Live-Calls in der Woche. Das ist einmal die Themenwoche, die ist ganz, ganz neu. Ja, da kannst du als Clubmitglied mitbestimmen, was für Themen wir besprechen. Und auf der anderen Seite donnerstags die Clubtreffen, jeweils um 19 Uhr. Bei der Themenwoche haben wir jetzt in diesem Jahr angefangen mit dem Thema Hedging. Das heißt, wir hatten zuerst die Einführung des Hedgings und gestern haben wir die Absicherung mit Long Puts besprochen. Ja, unterstützt werden wir auch von verschiedensten Referenten, beispielsweise Martin Luschek, Freund und Experte, der uns natürlich dabei auch unterstützt, aber auch viele andere, die wir zukünftig einladen werden, je nachdem, wie die Clubmitglieder es wollen. Du hast natürlich auch Zugang zu den verschiedensten Tools, die ich teilweise auch extern verkaufe. Das sind die Indikatoren, kennt man vielleicht, O4W Best Indikator, Best Screener und Wix Trader, aber natürlich auch den COT Analyzer, den ich gleich vorstellen werde, weil wir heute auch das Thema Future Optionen auf Rohstoffe besprechen werden. Also das ist in der Mitgliedschaft drin. Dann die Lernplattform, das heißt, da haben wir eine wirklich schöne Videothek. Das sind ganz viele Erklärvideos, jetzt nicht so wie die bei YouTube, sondern kleiner, enger gefasst und die bauen sich natürlich immer weiter aus. Sprich, die Plattform ist natürlich genauso wie der Club dynamisch und wir passen uns natürlich auch den Wünschen an, beziehungsweise den Situationen. Was wir natürlich auch haben, ist die Kommunikation. Das ist die Edge, der Mehrwert des Clubs und ich gehe mal davon aus, dass es auch die Edge im Vergleich zu den Mitanbietern. Das weiß ich deshalb, weil 75% der Clubmitglieder haben eine Vorausbildung und wir holen uns natürlich immer wieder die Meinung ein. Und da hören wir das immer wieder, dass halt unser Mehrwert mitunter auch die Kommunikation, die Interaktion ist. Das heißt, wir sind über verschiedenste Kanäle zu erreichen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir durch Discord eine mega geile Plattform aufgestellt nach unserer Struktur, wo sich die Clubmitglieder themenspezifisch auch austauschen können. Zweitägige Veranstaltung vor Ort, das ist das Sommertreffen, auch dieses Jahr auf 100 Leute begrenzt. Das findet am 20. 21.09. hier in Düsseldorf. Ich bin hier Düsseldorfer und wir haben es letztes Jahr in Düsseldorf gemacht. Wir machen es dieses Jahr auch in Düsseldorf. Vorletztes Jahr auch in Düsseldorf, da waren sogar die Kollegen von FX Flat dabei. Das alles für 899 Euro. Hier unten kann man sich noch die Club-Performance angucken, also wie viel wir an Trades erwirtschaftet haben. Will aber auch nochmal darauf hinweisen, wir sind kein Signaldienst und das will ich auch nicht. Ich will, dass man aus diesen Trades lernt bzw. sich inspirieren lässt. Jetzt kommen wir aber auch zu unserem Thema, weswegen wir hier auch heute zusammensitzen. Das ist das Trading, das Traden mit Future-Optionen auf Rohstoffe. Also, man kann natürlich Optionen auf Aktien, auf ETFs, auf Indizes traden, aber auch auf Futures. Ja, und Futures ist jetzt nicht nur Rohstoffe, ja, dass man auf Rohstoff-Futures traden kann. Man kann natürlich auch auf die Financial-Futures traden. Viele haben vielleicht schon die Ticker ES gesehen, gehört oder vielleicht sogar auch schon getradet. Das ist der Mini-Future und auf den verkaufen wir auch regelmäßig Optionen. Also wir kaufen auch, aber wir traden sozusagen auch mit Optionen auf die Financial Futures. Wir beschäftigen uns heute aber mit den Rohstoff-Futures. Das ist halt auch einer meiner Steckenpferde, liegt mitunter auch daran, dass ich halt über 20 Jahre in der Rohstoffindustrie aktiv war und auch mitunter die Absicherungsgeschäfte begleiten durfte. Das brauche ich jetzt nicht mitteilen, das hat Wolfgang eben schon getan, also den Risikohinweis. Wir gucken uns erstmal an, warum es vielleicht mehrwerthaltig ist, sich auch mit Rohstoffen zu beschäftigen, beziehungsweise mit Future-Optionen auf Rohstoffe. Viele kennen es, viele aber auch nicht. Es ist aber auch wichtig, nämlich wichtig für die Auswahl der Optionen, weil es liegt ja jetzt nicht nur daran, dass man guckt, wo man Geld verdienen kann, sondern auch gucken muss, wo man Geld verlieren kann. Ja, das heißt, das Rendite-Risikoprofil muss gut sein und das muss sich ja auch irgendwie lohnen. Ich sage es ja immer wieder, bevor ich auf Coca-Cola irgendwelche Optionen trade, gehe ich lieber auf dem Parkplatz Dosen sammeln. Ja, da werde ich wahrscheinlich mehr verdienen und kriege auch noch ein bisschen frische Luft, weil
die Volatilität exorbitant bei diesem Titel niedrig ist. Ja, und wir wissen ja eins, die Volatilität ist mit einflussgebend auf die Höhe der Prämie, also das, was wir dann als Verkäufer verdienen würde, beziehungsweise das, was wir als Käufer bezahlen müssten. Bei Aktienoptionen haben wir grundsätzlich eine Schiefe der Volatilität, Englisch Volatility Skew. Das liegt daran, dass beispielsweise man sich ja auch nur gegen Kursverluste und nicht gegen Kursgewinne absichert. Und dadurch sind mitunter auch die Puts teurer als die Calls. Und wenn jetzt die Puts teurer sind als die Calls, ist es ja logisch, was ich als Verkäufer bevorzuge. Natürlich das, wo ich mehr Geld verdiene. Ja, wenn ich bei gleichem Risiko mehr Geld bekomme, dann suche ich mir natürlich das aus, wo ich auch mehr verdiene. Bei den Rohstoffen ist es ein wenig anders. Da haben wir ja auch unterschiedliche Marktteilnehmer. Ja, wir haben auf der einen Seite die Produzenten und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch noch die Verarbeiter und die Spekulanten. Und da sind schon zwei verschiedene Intentionen mit begründet. Zum einen, man sichert sich nicht nur gegen Kursverluste, sondern natürlich auch gegen hohe Preise ab. Und das hat natürlich den Effekt, dass wir hier bei diesen Future-Optionen auf Rohstoffe weniger bis kaum Volatility Skew, also Schiefe der Volatilität haben und natürlich weiteres, dass wir auch gut und teuer Calls verkaufen können. Das, was ich eben sagte, was bei Aktienoptionen weniger möglich ist, ist jetzt hier möglich. Ich glaube, summa summarum trade oder habe ich in der Vergangenheit, ich muss mal nachschauen, ich habe es vorletztes Jahr mal analysiert, mehr Calls als Puts bei den Rohstoffen getradet. Und das ist natürlich schön, dass wir hier immer zwei Möglichkeiten haben, wo es ja bei den Aktienoptionen aus den eben genannten Gründen eher nur eine ist. Des Weiteren, was halt auch schön ist, das sind Range-Märkte. Ja, das heißt, wir haben Kurse, die sich meistens in einer bestimmten Range entwickeln. Und das liegt mitunter daran, dass wir hier auf der einen Seite eine Preisuntergrenze und auf der anderen Seite eine Preisobergrenze haben. Die Preisuntergrenze sind die Produktionskosten, weil lange wird der Produzent nicht unter seinen Produktionskosten produzieren können. Er wird es dann nicht mehr anbieten und wenn ein Anbieter wegfällt, ist weniger Angebot da und das führt auch wieder zu Preissteigerung. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine gewisse Preisobergrenze vorhanden. Wenn wir zwei Märkte haben, die gleich sind, dann entscheidet man sich ja logischerweise für den günstigeren Markt. Wir nehmen es jetzt mal Gold und Silber, obwohl Silber ist natürlich auch ein Industriemetall, aber wir nehmen trotzdem Gold, Silber, weil eine Korrelation ist trotzdem vorhanden. Wenn jetzt Gold viel, viel teurer wird und Silber bleibt günstig, dann wird man irgendwann von Gold zu Silber wechseln. Oder wenn wir das bei den Fleischmärkten sehen oder bei den Grains sehen, dann ist es einfach so, dass ab einem bestimmten Level man nach Substitutionsgütern sucht. Und das führt natürlich wieder dazu, dass die Preise fallen. Und wir entwickeln uns dauerhaft im Gegensatz zu Aktienmärkten in einem Seitwärts- bzw. in einem Range-Markt. Und bei den Aktien ist es ja eigentlich so, dass die langfristig sich nach oben entwickeln. Ja? Und diesen Vorteil könnte man auch mit verschiedensten Optionsstrategien sich zunutze machen. Was wir noch haben, warum es auf jeden Fall sinnvoll ist, sich mit Rohstoffen zu beschäftigen, ist natürlich die Diversifikation. Immer gut für ein Depot ein bisschen breiter aufgestellt zu sein. Ja, viele empfehlen ja auch Bitcoin mit hinzuzunehmen. Ja, Bitcoin gibt es ja auch als Future, kann man theoretisch auch traden. Man muss aber auch auf die Liquidität natürlich achten. Auf jeden Fall ist es ein Zubrot der Diversifikation. Und innerhalb der Rohstoffmärkte, wir schauen uns gleich die Märkte an, gibt es ja doch schon eine größere Auswahlmöglichkeit. Was natürlich auch immer hilfreich ist,
ist, wenn wir gute Analysemöglichkeiten haben. Wir haben hier bei den Rohstoffen bessere Analysemöglichkeiten beziehungsweise bei den Futures, weil wir hier auch zum Beispiel das, was ich eben schon ansprach, die COTs haben, die Commitment of Traders. Ja, da wird regelmäßig von einer Regulierungsbehörde, von der CFTC, Daten erhoben. Das sind die Nettopositionen der Marktteilnehmer. Und dadurch kann man natürlich über die Schultern der Insider schauen. Und das ist ganz, ganz hilfreich für den ein oder anderen Trade. Ich kann mal kurz hier was zeigen, was wir hier haben. Das ist der COT Analyzer. Da werden die Daten, die am Freitag herausgegeben werden, von der eben genannten Regulierungsbehörde analysiert und ausgewertet. Und auf Basis dieser Daten kann man halt auch gut traden, obwohl man sagen muss, das ist kein Timing-Tool, sondern das ist ein Richtungstool. Nichtsdestotrotz ist es wirklich erfolgreich, mit diesen COT-Daten zu traden. Aber nicht nur, man muss sich, können wir auch, wenn wir Zeit haben, mal drüber sprechen, sicher natürlich auch noch andere Daten hinzuziehen. Höhere Optionsprämien liegt natürlich auch daran, weil manche Future-Kontrakte haben halt einen sehr hohen Umfang, ja, und dadurch sind natürlich die Prämien auch höher und last but not least sehr attraktive Margins teilweise. Ja, das heißt, wir müssen weniger dem Broker einen weniger hohen Pfand hinterlegen und das ist natürlich so, dass wir weniger von unserem Werkzeug abgeben brauchen und natürlich bisschen beweglicher bleiben. Ja, das sind halt all diese Gründe, die dafür sprechen, warum man Future-Optionen auf Rohstoffe sich definitiv anschauen sollte. Ich sage es jetzt schon mal vorab, was ich nicht mache. Ich trade nicht nackt mit Optionen auf Futures. Nicht nackt heißt, ich gehe zum Beispiel nicht mit Short-Puts und erst recht nicht mit Short-Calls auf Futures. Die sind immer geschützt durch die Long-Optionen. Das heißt, entweder auf der Unterseite ein Bull-Put-Spread, Kombination Short-Put und Long-Put, oder auf der Oberseite der Bear-Call-Spread, das ist die Kombination aus Short-Call und Long-Call. Was wir ja alle wissen, und da ist ja unser Bundeskanzler auch mitschuldig, ja, anders kann man es nicht sagen, der war ja auch mal Finanzminister, das ist die 20K Verlustverrechnung. Und wir haben damit eine Begrenzung auferlegt bekommen, als privater Trader Long-Optionen zu traden. Jetzt, und das möchte ich hier auch noch mal kurz kundtun, wurde ein Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Verlustverrechnung bei Termingeschäften festgestellt. Und die Gründe, die kann man hier alle schön nachlesen. Da waren welche, die haben sich dagegen beschwert. Und das war ein, das muss man sich einfach mal durchlesen. Es kann und es wird wahrscheinlich so sein, dass diese 20K Verlustverrechnung, wie sie jetzt sind, nicht mehr für all die Ewigkeit sein werden. Und das hat natürlich zur Folge, dass die privaten Trader wieder den Optionshandel vollumfänglich traden können, ohne jetzt beispielsweise eine Trading GmbH, eine vermögensverwaltende GmbH gründen zu müssen. Und das ist natürlich schon wirklich mega. Wenn das klappt, dann ist das, was ich euch dir jetzt erzähle, natürlich mega attraktiv, weil man das dann natürlich wieder im großen Stil auch machen kann. Wir gucken uns das auch gleich mal kurz in der TWS an, wie das ausschauen wird. Rohstoffmärkte, hier haben wir mal welche aufgestellt, die man traden kann, die auch liquide sind. Ja, und da haben wir es, Metalle, Agrar, Fleisch, Energie und Softs. Ne, hier, die werden auch meistens Frühstücksfutures genannt. Und die meisten von euch, die kennen natürlich die Metalle und natürlich auch die Energies, die man hier tradet. Die wenigsten kennen halt Agrar, Fleisch und Softs, aber die kann man auch gut traden. Der Vorteil hierbei ist natürlich auch bei den Future-Märkten, dass man
auch schön mit Korrelationen sich hier beschäftigen kann. Das ist eine Tabelle, die halt zeigt, wie die einzelnen Futures zueinander korrelieren. Ja, und das sieht man hier jetzt beispielsweise auch bei Weizen und Mais, dass da eine Korrelation besteht, wenn man sich den Chartverlauf anschaut und vergleicht, bei Gold und Silber auch und natürlich bei den Sojabohnen, bei der Sojabohnenfamilie auch. Also Sojabohnen und Sojabohnenmehl haben natürlich auch eine enge Korrelation. Das dürfte auch dem einen oder anderen bekannt sein, der jetzt vielleicht sich ein bisschen mehr mit Öl und mit dem Dollar sich beschäftigt, dass da auch eine inverse Korrelation besteht. Die kann aber auch manchmal gar nicht da sein und manchmal sehr. Also da würde ich mich jetzt beispielsweise nicht drauf verlassen. Wenn wir von Produkten reden, die jetzt beispielsweise auch einen Erntebedarf haben, ja, also dann ist natürlich die Saisonalität auch ein Punkt, den man nicht vergessen darf. Ne? Wann ist Erntezeit, wann ist Trockenzeit, bla bla bla. Da, deshalb ist die Saisonalität auch wichtig. Oder bei Gold ist es zum Beispiel auch eine Saisonalität. Da gibt es die indischen Hochzeiten. Ja, zu dem Zeitpunkt wird auch sehr viel Gold gekauft und der Goldpreis steigt. Oder beim Öl, wenn jetzt hier in den USA die Holiday Season startet, ja, wenn die dann wie bekloppt durch ihr Land da tuckern, dann steigt der Ölpreis. Jetzt hier in der Winterzeit mit den Energien, wenn auf einmal ein starker Wintereinbruch ist, dass natürlich dann schlussendlich auch die Preise steigen. Und das kann man sich auch schön hier angucken. Grüße raus an Max, Max Schulz von Insider Week. Der hat hier so ein tolles Tool entwickelt, wo man sich die Seasonal Charts, also die Saisonalitäten, anschauen kann. Ist wirklich hilfreich. Ich gucke mir immer eher die längerfristigen an als die kurzfristigen. Man kann sich aber auch hier year to date, also von Jahresbeginn bis jetzt, ne, für 2024 nicht gerade hilfreich, aber man kann sich natürlich auch noch die 5 Jahre und die 10 Jahre angucken oder übereinander abbilden lassen und dann mal schauen, ob man da auch eine wirkliche Saisonalität erkennen kann. Und das ist natürlich dann auch wieder etwas, wo ich sage, es muss nicht unbedingt pro Saisonalität sein, sprich es muss nicht unbedingt ein Rückenwind von der Saisonalität vorhanden sein. Aber wichtig für mich ist, dass ich beispielsweise nicht gegen die Saisonalität trade. Ja, also Saisonalität ist für mich jetzt hier, und ich rede von Optionen auf Futures, nicht von Futures selbst, sondern die Optionen auf Futures, da trade ich nur nicht gegen, aber auch nicht zwingend für die Saisonalität. Futures, vielleicht noch mal kurz dazu. Wir sind ja ein Optionsclub, aber dadurch, dass wir natürlich Optionen auch auf Futures traden, beschäftigen wir uns mit Futures, ist genauso wie mit den Optionen auf Aktien. Da beschäftigen wir uns natürlich logischerweise auch auf Aktien, obwohl, je nachdem, wenn wir jetzt die Aktie nur als Vehikel benutzen, um die Prämie zu verdienen, hat die Aktie einen weniger großen Grund, sich damit zu beschäftigen, als wenn wir jetzt eine Aktie nehmen, die wir als Investor veroptionieren. Ja, das ist natürlich ein Unterschied. Meistens gehen wir, und das ist auch das, was ich persönlich privat mache, meistens gehe ich immer nur auf Prämie und nicht auf Aktie. Auf jeden Fall, Futures sind auch Termingeschäfte, Termingeschäfte wie Optionen, und die hatten auch das originäre Ziel, wie Optionen auch, sich mit Absicherungsgedanken zu beschäftigen, gegen Preisschwankungen und natürlich gegen Lieferengpässe. Wenn man das alles nicht hätte und man würde bei Starbucks Kunde sein, dann würde man wahrscheinlich keinen fixen Kaffeepreis da stehen haben, sondern so eine Börsentafel, wie viel man jetzt für die Tasse Kaffee da bei Starbucks bezahlt, weil natürlich auch der Anbieter dann keine Sicherheit hat für die Preise, die er anbietet. Er muss ja kalkulieren, er muss ja eine Umsatzplanung machen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, Starbucks kann ja nur was anbieten, was es auch hat. Ja, und da sichert man sich natürlich auch gegen Lieferengpässe ab. Die Vorteile der Marktteilnehmer sind dann demnach also klar. Man hat mehr Planungssicherheit und die Lieferung und die Abnahmen sind zugesichert. Ne? Also auch der Produzent, der Lieferant, der will ja safe sein, dass der
Verarbeiter, der Anbieter das auch abnimmt. Ja, und deshalb sehen wir schon diesen wirklichen Mehrwert von Futures. Das ist natürlich jetzt zwischen Produzent und Verarbeiter, ne, Produzent der Kaffeebauer, Verarbeiter hier Starbucks. Aber natürlich haben wir auch noch einen dritten, das sind natürlich auch die Spekulanten, die von den Anstiegen und Abstiegen profitieren wollen, wozu wir uns natürlich dann auch eher zählen. Wenn wir jetzt Optionen nochmal mit den Futures vergleichen, dann sehen wir einen wesentlichen Unterschied, nämlich, dass das Optionsgeschäft ein bedingtes Termingeschäft ist und die Futures, das ist ein unbedingtes. Das heißt, hier haben wir wirklich nur einseitig eine Verpflichtung und das ist die Position des Verkäufers. Als Verkäufer haben wir die Pflicht, als Käufer haben wir das Recht. Des Weiteren ist der Preis auch hier unterschiedlich. Wir haben den Preis der Option, das ist der innere Wert und der Zeitwert. Beim Future ist es der Spotpreis plus Halte- und Lagerkosten, anders ausgedrückt Cost of Carry. Eben schon gesagt, die Volatilität darf man natürlich nicht vergessen und das ist auch das, warum viele Future Trader uns bemitleiden, dass die sagen, oh ihr Arm, ihr habt Volatilitäten, wir nicht, wir sind richtig happy darum. Nein, absolut genau das Gegenteil. Das ist der Grund, warum ich Optionen trade, ist die Volatilität, weil genau damit können wir Geld verdienen. Es gibt zwei Volatilitäten, die man sich so vergegenwärtigen sollte. Das ist auf der einen Seite die implizite Volatilität, das ist die erwartete Schwankungsbreite und die historische Volatilität, das ist die bereits erfolgte Schwankungsbreite. Und zwischen den beiden ist meistens ein Spread. Die implizite ist höher als die historische, weil grundsätzlich ist in dem Preis mehr Panik, als wirklich vorhanden ist, eingepreist. Und wenn wir das verkaufen, haben wir einfach diesen statistischen Vorteil, den wir uns natürlich auch als Verkäufer gerne nutzen. Und das ist bei allen Volatilitäten, die wir hier traden, egal ob das jetzt Optionen auf Futures, Optionen auf Aktien etc. pp. Sind. Wir versuchen immer, diese Panik, die übertriebene Panik natürlich für uns auch zu nutzen. Und von daher ist für mich die Kombination auch von Futures und Optionen auf Futures das Beste, was es gibt. Futures, ähnlich wie Aktien, sind direktional handelbar. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem Kaffee-Future long gehe, mache ich nur Profit, wenn der Kaffee-Future steigt. Gehe ich short, mache ich nur Profit, wenn der Kaffee-Future verliert. Beim Optionen wissen wir ja, wenn wir einen gewissen Spread haben, dann ist das natürlich anders. Da sind wir dann nicht direktional und dadurch haben wir auch einen gewissen Puffer. Last but not least, hier sehen wir es auch. Stillhaltergeschäfte sind möglich, die wir beim Future Trading nicht haben. Jetzt ganz, ganz wichtig. Wir gucken uns jetzt mal einen Kaffee Future an. Und da haben wir auf der einen Seite den Verkäufer und den Käufer. Hier der Bauer, ja, der Kaffeebauer und hier der Käufer Starbucks. Und wir sehen es schon hier. Wir haben einen anderen Multiplikator als beispielsweise bei den Aktienoptionen. Bei Aktienoptionen haben wir einen Multiplikator von 100. Hier hätten wir jetzt einen Multiplikator von 37.500. Und man sieht es, da geht es um 37.500 Pfund Kaffee. Und das damals im Dezember 2022, als ich diese Präsentation gemacht habe, war das dieser Umfang. Wir hatten den Preis von 215,85 bei dem Dezember-Kontrakt. Mit 37.500 multipliziert hätte das einen Umfang von 80.964 gehabt. Und das ist natürlich dann ganz schön viel und nicht für jeden tradebar. Das muss man auch ganz offen so kommunizieren. Ja, wenn jetzt Leute sagen, ich fange jetzt an mit Future Trading, sollte man sich dessen bewusst sein, ja, dass da natürlich ein bisschen mehr Umfang ein Future haben kann, als vielleicht die Aktien, die man bis dato getradet hat. Jetzt traden wir natürlich nicht den Future direkt, sondern wir traden den Future mit unseren Optionen. Das heißt, wir gehen hier
wie bei den Aktienoptionen auch in den Options Trader rein und suchen uns Optionen raus, auf die wir den Kaffee Future beispielsweise verkaufen. Wir kennen es von den Aktien. Ich habe jetzt beispielsweise hier die Aktie und ich verkaufe hier eine Put-Option. Dann ist es natürlich wie folgt, wenn das hier richtig in die Hose geht und der Käufer der Put-Option sein Recht ausübt, dann muss ich die Aktie ins Depot nehmen, Multiplikator 100, also 100 Stück. Bei Kaffee ist es natürlich hier ein bisschen anders. Das wären dann ja theoretisch, ich müsste 37.500 Pfund Kaffee annehmen. Und die Abwicklungsmethode sieht aber ein bisschen anders aus. Es wird hier keine physische Lieferung erfolgen, wenn der Future ausläuft. Ja, ganz wichtig. Sondern es gibt einfach ein Cash-Settlement. Es wird halt bar ausgeglichen. Wir kriegen aber natürlich, wenn jetzt die Option ausläuft und wir beispielsweise in die Pflicht kommen, dann kriegen wir natürlich den Future. Ja, das ist wichtig. Da muss man sich bewusst sein, dass das halt nicht zu vergessen ist. Und deshalb ist das auch de facto kein Thema für Anfänger, beziehungsweise kein Thema für jene, die jetzt mal selbst aktiv werden wollen, weil man sich mit den Punkten, die wir hier gerade besprechen, definitiv vorab beschäftigen sollten. Umfang, Multiplikator, Volatilität, wie gerade gesagt, ne, da sollte man sich mit beschäftigen. Und last but not least, ganz, ganz wichtig, wir haben natürlich auch Terminkurven. Das heißt, wir haben hier verschiedene Futures. Futures haben Laufzeiten wie Optionen. Und bei diesen verschiedenen Futures ist es ja auch so, dass die verschiedenst bepreist sind. Und da kann es natürlich auch mal sein, dass jetzt Frontkontrakte teurer sind als die folgenden. Und dann sind wir in einer Backwardation. Und diese Backwardation kann dazu führen, dass Preise steigen. Und deshalb ist das halt auch ein ungeschriebenes Gesetz, dass ich auch nicht Optionen short auf Futures gehe, wenn wir eine Backwardation haben, weil die Chance halt einfach zu groß ist, dass der Preis dann steigt. Und deshalb ist das für mich natürlich etwas, was ich auch immer angucke. Sprich, wenn ich jetzt eine Option auf den Future trade und ich sage, okay, es sieht alles short aus, ja, also so, dass ich glaube, dass der Kurs sich nach unten entwickeln wird, aber dann sehe, dass ich diese Backwardation habe, dann werde ich diesen Zug nicht machen, diesen Trade so nicht eröffnen. Was es sonst noch gibt, sind wichtige Meldungen, dass jetzt hier vom Landwirtschaftsministerium wird regelmäßig dieser Waste Report rausgebracht, kann man sich angucken und bei Forex Factory findet man auch noch ganz viele Informationen rund um Rohstoffe. Und jetzt gehen wir mal live rein. Also das Erste, was man natürlich auch machen kann, ich nutze es natürlich immer gerne, das ist die TradingView, das ist eine Online-Chart-Plattform und da kann man auch hier schön die Commodities einfügen. Da sucht man sich halt die Commodities aus, immer mit dem ersten Frontkontrakt, das heißt die Ticker mit 1 und dann dem Ausrufezeichen. Und dann hat man hier, ich habe es so schön auch sortiert, nach den Grüppchen, ja, die ich ja eben aufgezeigt habe, kann man sich die immer schön angucken. Gucken wir uns jetzt einfach mal Öl an. Öl ist ja hier oben, ist ja auch ein Energy. Ja, und hier, das ist ja der OVW Best Indikator, ist ja eben schon gesagt, inkludiert in der Clubmitgliedschaft, kann man sich aber auch hier käuflich erwerben. Da könnte man jetzt beispielsweise auch mal gucken, ist das jetzt Long, ist das jetzt Short? Ja, und dann könnte man einen Trade aufmachen. Wir hatten letztens hier auch Zucker, das ist hier, und da sind wir bei diesem roten Open, sind wir dann auch mit einem Bear Call Spread reingegangen. Das heißt, wir sind mit einem Short Call und einem Long Call reingegangen und haben dann de facto schnell von dem
ja von dem Rückgang des Preises profitiert. Bleiben wir aber jetzt einfach mal bei Öl, weil bei Öl habe ich im Club einen Trade aufgemacht auf USO, das ist der ETF auf Öl, aber hier kann man jetzt natürlich auch mal gucken, was man jetzt hier macht. Für mich ist diese Situation jetzt nicht so einfach. Ich sehe hier beispielsweise kein wirkliches Signal. Also bei mir sind die Kerzen jetzt weiß. Das wäre jetzt neutral. Wenn ich jetzt bei mir aber in den COT Analyzer gehe und ich gucke mir Öl an, hier oben ist es, Crude Oil, sieht ja grün, das ist long, ein bisschen longlastig aus. Ich bin jetzt natürlich ein bisschen zwiegespalten. Was mache ich jetzt? Jetzt kann ich auf jeden Fall Folgendes machen. Ich kann einfach mal eine neutrale Strategie machen. Wenn die Volatilität hoch ist, dann kann ich jetzt auch einen Iron Condor machen. Jetzt hat Öl den Vorteil, wenn ich jetzt mal hier reingehe und wir gucken uns das mal an. Öl hat hier zum Beispiel auch einen eigenen Volatilitätsindex, OVX. Ja, hat seinen eigenen Volatilitätsindex. Und das ist natürlich auch sehr hilfreich, weil dann kann man halt sehen, wenn man jetzt ein Jahr guckt, ist die Vola hoch oder niedrig. In solchen Fällen gehe ich natürlich nicht als Verkäufer rein, in solchen sofort. Ja? Und wir können jetzt einfach mal zum Abschied gucken, wie kann ich denn jetzt hier Öl in der TWS finden. Und dann gehen wir hier rein. Wir geben den Ticker ein. Der Ticker von Crude Oil ist CL. So, und jetzt kommt natürlich relativ viel und hier unten ist er. Und dann nehmen wir hier auf Futures. Und wenn wir hier Futures haben, suchen wir uns einfach mehrere raus, die wir hier reinbringen. Nehmen wir einfach mal die ersten 5 Bronn-Kontrakte, wählen auch hinzufügen und schon, zack, haben wir jetzt hier Öl drin. Und jetzt sagen wir gehen jetzt einfach mal in den Option Trader. Rechte Maustaste in den Option Trader und schauen uns an. Er lädt ein bisschen. Und jetzt sehen wir hier auch verschiedenste. Wir müssen immer, es ist nicht immer alles so einfach, wie es hier aussieht. Ja, man kann natürlich jetzt einfach mal sagen, man nimmt jetzt nur das hier, nur diese Kontrakte, ja, das wäre jetzt zu viel, um das hier alles aufzuzeigen und nehmen jetzt eine längere Laufzeit mit 91 Tagen. Ja. Man sieht, die Liquidität ist definitiv groß, ja, die ist vorhanden, weil wir hier auch einen wirklich kleinen Spread haben. Und jetzt gehen wir zurück in die Chart-Software und gucken uns das mal an. Wo war denn Öl so im Tiefpunkt? Da wären wir jetzt hier in der letzten Zeit, ne, das ist bei 65. Das sieht ganz gut aus. Wir können es auch ein bisschen defensiver machen. Gucken wir uns das mal an, was wir dafür bekommen. Hier haben wir einen 1000er Multiplikator. So, werden wir gleich sehen. Ja, nicht erschrecken. Ich werde jetzt nämlich mal bei 65 eine Option verkaufen, eine Put. Ich gehe auf Ü, übertragen und dann sehe ich schon 1000. 1000 mal sind dann die 2490. Das ist natürlich gewaltig. Das ist natürlich gewaltig. Und jetzt kann man sagen, ich kann es ja auch anders machen. Ich gehe defensiver und suche mir das Delta 10. Delta 10 heißt, einfach formuliert, die Wahrscheinlichkeit, dass wir in die Pflicht kommen, liegt bei 10%. Und dann gucke ich mir, wo ist denn der Ölpreis bei Delta 10? Gucke ich mir hier an, hier sind wir bei Delta 10. Ich würde jetzt hier die glatte Zahl nehmen. Hier haben wir auch am meisten Open Interest. Dann würde ich die 55 nehmen. So, und dann sieht man hier schon, selbst das hier gibt ganze 690 Dollar. Und jetzt sage ich ja, ich gehe nicht nackt rein. Das heißt, ich hole mir unter dem Short Put noch einen Long Put. Und den könnte ich ja jetzt zum Beispiel nehmen hier bei 52,50. Was wäre das Risiko ohne die vereinnahmte Prämie? Die Differenz, die 2,5. Mal die 1000, 2500, ohne jetzt die Prämie, die wir jetzt verdienen, die 190 zu berücksichtigen. Ja. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, mit 55 den Short Put aufzusetzen. Wenn wir uns das jetzt hier nochmal kurz angucken.
Da wäre dann jetzt unser Short Put und dann sieht man hier, das letzte Mal, als wir diesen Preis hatten, das war im Februar 2021. Also schon ein bisschen weiter weg. Und jetzt gucken wir uns einfach mal an, was können wir denn da oben noch machen. Und hier sehen wir, hier waren wir ja schon ziemlich weit oben. Ist noch gar nicht so lange her, ja, dass wir so einen hohen Preis hatten. Da waren wir bei 122. Kriegen wir was für 122? Oder hier können wir mal nehmen für 120. Gehen wir rein auf die Call-Seite, auf die andere Seite. Haben wir überhaupt so weit? Da kriegen wir nichts mehr für. Da kriegen wir fast gar nichts für. Doch, hier, da kriegen wir jetzt, wenn wir das jetzt verkaufen, kriegen wir 80 Dollar. Das ist, Schwachsinn. 8 Dollar, da doch 80 hier. So. Wenn wir das jetzt machen würden, ja, dann hätten wir jetzt hier schon wieder ein bisschen mehr bei 120, aber wir können uns natürlich auch nochmal absichern, indem wir hier die 125. Ich würde es jetzt nicht machen, das Delta ist viel zu niedrig. Deshalb gucken wir uns mal an, wo denn das Delta 10 hier wäre auf der Oberseite. Ja, Delta ist hier. Das ist natürlich schon näher dran. Hier sehe ich bei 95 schon ein bisschen mehr. Nehme ich mal rein und gucke, ob ich bei 97,50 safe ich mich ab. Und dann hätte ich hier 260 Dollar. Und das ist ja das, was wir sozusagen dem Broker überlassen müssen. Die Margin ist in Ordnung. Ja? Und so habe ich dann ein Iron Condor. Und jetzt gucken wir uns im letzten Mal nochmal an, wo die 95 sind. Die sind hier. Ja. Die sind hier. Das heißt 25 nach oben oder 24 Punkte nach oben Abstand und nach unten sind es dann 16. Ja. Das ist nicht mal so schlecht. Und so kann man natürlich sich warten, bis die sich, also wie sie sich verfolgen. Da gibt es natürlich noch ein Iron Condor Management etc. Das ist jetzt mal eine schnelle Vorstellung in den Dreiviertelstunden von Future Optionen auf Rohstoffe. Sind da Fragen? Nein. Okidoki. Ja, wenn da keine Fragen mehr dazu sind, Wolfgang, dann würde ich jetzt auch das abschließen. Ja, gerne, wie du möchtest. Ja, wenn da keine Fragen mehr sind, ist das. Ja. Nö, gut. Ja. Herr Thorsten, dann vielen Dank. Danke euch. Ja. Danke dir. Für die interessante Ausführung. Wir hören dich wieder am 24.01., wenn ich mich richtig orientiert habe. Ne? 15.30 Uhr. Bis dahin, ja, sage ich von meiner Seite aus viel Erfolg beim Traden und ja, bei mir schneit es heftig. Ich hoffe bei Ihnen nicht. Ja, gute, dann sind wir wahrscheinlich zu Hause, aber alles gut und bleiben Sie gesund. Super, gut, danke. Danke. Ciao, ciao. Ciao.